Unterstützt durch Roku. Wer einen dummen Fernseher hat und den gern smart machen möchte, der verwendet am besten einen Streaming Stick. Ich teste heute für euch den Roku Streaming Stick 4K, der in 4K HDR und Dolby Vision kommt und das alles für einen unschlagbaren Preis von nur 36 Euro. Es gibt ja doch einiges an Konkurrenz auf dem Streaming Stick Markt, aber die meisten Sachen davon kommen halt von den großen Tech-Playern. Und wenn ich darauf keinen Bock habe, dann finde ich, bekomme ich mit dem Roku Streaming Stick 4K hier wirklich einen richtig guten Wert für die 36 Euro, die er kostet. Hier kriege ich nämlich 4K mit 60 Bildern pro Sekunde, HDR 10 Plus, Dolby Vision, Dolby Atmos als Audio Pass-Through und auch sowas wie Sprachsteuerung und Steuerung des Fernsehers über die Roku-Fernbedienung. Wichtiger Punkt bei dem Streaming-Stick ist auch, dass das Kabel, was mitgeliefert wird, das USB-Kabel lang genug ist, weil leider nicht jeder Fernseher, vor allem viele der smarten Fernseher, keinen USB-Anschluss haben. Und wenn ich dann doch halt mal irgendwo zu einer Steckdose muss, um das da anzustecken, darf das USB-Kabel nicht zu kurz sein. Und ich kann vorsagen, hier ist wirklich ein langes USB, leider Micro-USB-Kabel dabei. Aber es ist dabei und es ist ausreichend lang. Um den einzurichten, erstellt man sich dann einen Roku-Account. Dazu brauche ich dann entweder ein Smartphone oder meinen Rechner, weil das über E-Mail bestätigt wird. Und der speichert tatsächlich auch alle meine Logins für meine Seiten. Das heißt, wenn ich irgendwann mal wieder auf einen neuen Roku-Stick umziehe, bin ich dort automatisch wieder eingeloggt. Und aktuell bekomme ich, wenn ich mir einen Roku Streaming Stick 4K kaufe, auch 3 Monate Apple TV Plus kostenlos mit dazu. Die Fernbedienung ist schön klein, wirkt angenehm und tatsächlich auch erstaunlich hochwertig, für wenn man bedenkt, wie teuer das Gesamtpaket einfach ist. Ansonsten bietet sie Knöpfe für Netflix, Spotify, Apple TV Plus und Rakuten TV und natürlich noch die Standardknöpfe, die man so für Wiedergabe, Pause und so weiter braucht. Leider kann man die Tasten aber nicht umprogrammieren, weil ich hätte tatsächlich lieber eine Prime Video Taste anstatt zum Beispiel eine Rakuten TV Taste. Kommen wir jetzt mal zur Software, die auf dem Stick läuft. Und zwar, wenn wir hier auf die Startseite kommen, dann sehen wir zuerst schon mal die ganzen Apps, die wir installiert haben und mit denen wir jetzt hier anfangen können zu streamen. Aber es gibt auch verschiedene Channels, aus denen ich wählen kann, mit denen ich dann eben so streamen kann. Das erste, was mir hier aufgefallen ist, wie schnell tatsächlich, wenn ich auf einen Knopf drücke, zum Beispiel auf den Netflix-Knopf, wie schnell die App dann lädt. Das ist bei meinem Fernseher langsamer. Trotzdem muss ich sagen, dass der Stick jetzt nicht unfassbar schnell ist. Also man merkt schon da ab und zu hier und da noch eine Verzögerung. Es ist halt auch ein kleines Paket, ne? Aber es läuft schneller als mancher Fernseher, den ich getestet habe, was schon interessant ist. Auch Streaming-Channels sind mit dabei, wie zum Beispiel ARD und Pro7 und RTL Plus und so weiter. Cool ist auch, dass AirPlay und HomeKit unterstützt werden. Das bedeutet, ich kann auch mit dem Stick zum Beispiel meinen Fernseher an- und ausschalten, wenn ich was drauf streamen möchte und der geht halt entsprechend an- und aus. Das ist, finde ich, ein ziemlich cooles Feature, vor allem, wenn man halt einen dummen Fernseher hat, den man damit klug machen und in sein HomeKit zu Hause sein Smart Home mit einbinden kann. Ansonsten kann man auch Sounds und Design ändern, wenn einem das nicht zusagt. Es gibt auch noch eine kostenlose Roku-App, die ich zum Beispiel als Fernbedienung benutzen kann, auch um zum Beispiel längere Texte einfach einzugeben. Ich kann Listen erstellen oder auch, und das finde ich persönlich besonders cool, ich kann damit den Ton auf dem Handy bzw. über Kopfhörer ausgeben lassen. Und ich meine, wie geil ist das denn bitte? Ich kann quasi leise Fernsehen und den Ton über Kopfhörer anhören. Nice. Ich finde, für einen Preis von 36 Euro, ja, das ist wirklich nicht viel Geld und das kann man problemlos auch mal an jemanden verschenken, bekomme ich hier echt einen guten Wert. Ich kann damit meinen dummen Fernseher smart machen, das Ding funktioniert super, ist nicht langsam und selbst wenn, ich meine irgendwann, wenn es doch mal langsam werden sollte, setze ich es halt einfach zurück. Ist ja wie bei vielen Smartphones, ne? Irgendwann werden die langsamer, einmal neu aufsetzen und sofort läuft alles wieder schnell. Und so kann ich halt meinen Fernseher, den ich vielleicht schon 5-6 Jahre habe, der nicht smart ist, den ich aber gern behalten möchte, weil ich will halt keinen neuen kaufen, aus, naja, teuer und Umweltgründen, aber der ist halt nicht smart und ich würde gern ihn einbinden in zum Beispiel mein HomeKit oder ihn einfach so verwenden. Super easy damit zu machen und ich denke, man kann hier echt nicht viel falsch machen. Was denkt ihr vom Roku Streaming Stick? Habt ihr vielleicht einen? Was sind eure Erfahrungen damit? Lasst mich gerne mal unten in den Kommentaren wissen. Dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.